Ein Phänomen in Gelb. Die Simpsons sind gezeichnete Popkultur. Der Anarcho-Humor der Serie, voller Stilzitate und Running Gags, begeistert seit 20 Jahren Fans und TV-Kritiker und bricht Rekorde. Die Serie räumte die meisten Emmy Awards ab und ist die am längsten laufende Sitcom. Entschuldigung, ich habe viel zu früh gegrunzt. Dabei war die TV-Geburt der Simpsons wenig erfolgversprechend. Im April 1987 liefen die ersten Kurzcomic-Clips der Simpsons in der Tracy Ullman Show. Die Figuren allerdings sahen eher unbeholfen aus. Meine ersten Zeichnungen von den Simpsons-Figuren waren wirklich grob. Ich habe sie schnell hingekritzelt. Ich dachte nämlich, die Jungs, die den Zeichentrickfilm daraus machen, die sind ja Profis und werden das schon irgendwie aufpeppen. Aber das haben sie nicht gemacht. Die ersten Cartoons in der Tracy Ullman Show, beängstigend. Die sahen aus, als hätte Bart sie gezeichnet. Was hast du gemacht, du tollpatschiger Ochse? Doch die Kritzeleien kamen an. Im Dezember 1989 strahlte sie Haussender Fox erstmals als eigenständige Serie aus, zur Primetime. Mein Sohn ist im Abmagerungslager, da habe ich sein Zimmer aufgeräumt. Wie viel zahlen Sie mir dafür? Höchstwahrscheinlich nichts, aber sehen wir mal nach. Oh, ein handgeschriebenes Skript zu Star Wars von George Lucas. Prinzessin Leias Anti-Wackelbrustband. Eine beschriftete Filmrolle, alternatives Ende? Lukes Vater ist Chewbacca? Inzwischen laufen die Simpsons rund um den Globus. Und weltweit rätseln die Serienfans mit. In welchem US-Bundesstaat liegt eigentlich Springfield, die Heimatstadt von Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie? Und warum haben alle Figuren nur vier Finger? Im Zeichentrickgewerbe werden die Strichlängenkilometer gezählt, also die Strecke, die sie den Stift über das Papier führen müssen. Fünf Finger? Da kommt einiges zusammen über die Jahre. Stellen Sie sich vor, was Sie bei vier Fingern sparen können. Stand am Anfang der Serie noch Sohn Bart im Mittelpunkt, ist es inzwischen eher Familienvater Homer. Sein Kosmos wird weitgehend von Duffbier, Donuts und dem Fernsehprogramm bestimmt. Und im Namen des Gags muss er oft viel einstecken. Eine Blödelherausforderung für seine deutsche Synchronstimme, den Schauspieler Norbert Gastel. Ich mag ihn. Und ich mag auch seine Art, auch manchmal seine dumme Art, seine naive Art vor allen Dingen. Und aber auch die liebenswerte Art. Er hat, wie gesagt, eine ziemlich große Bandbreite und ist manchmal auch launisch. Und also alles, was man eigentlich, was in jedem Menschen ja drin ist. Damit Homer auch die nächsten 20 Serienjahre durchhält, muss sich jedoch einiges ändern. Ich würde wahrscheinlich sagen, trink nicht so viel und... Ja, und iss nicht so viel Donuts und nimm ein bisschen ab. Was Homer selbst von diesen Vorschlägen hält, lässt sich erahnen.